wir sind hier bei Du und deine Leistinger! Bei deinem Face wird einem schlecht, du Penner! Du siehst aus, als hätten Joko, Sido, Steve Urkel, Milhouse und Papi Schlauch Bernadette geschwängert. The Big Gang Bang Theory. Anton, ich will dein Aussehen gar nicht angreifen. Doch du kennst dich mit Weibern so gut aus wie Olaf Scholz mit den Tankpreisen. Wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, arrangiere ich mich mit dieser Konstellation schwerlich. Ich habe mir sogar diesen Pullover angezogen, damit jeder, die auch zum ersten Mal da sind, direkt sehen, wer ist. Ich weiß, man sieht es ihm nicht an, aber Josef war lange in einem Fußballverein. Er wollte Fußballer sein und dachte, er wäre gut in dem Scheiß. Zu Aaron hast du gesagt, du würdest ihn ficken beim Kicken. Sag das mal zu mir, dann gibt es paar Tritte. Ich kriech dich weg und dann reißen deine Drecksbänder. Und was für Fußballer, von 16er zu 16er, schaffst du es doch eh nicht ohne Texthänger. Aber erstens, ich bin zwar kein Jarambo-Fan, aber er ist immer noch besser als dieser Bastardsohn. Zweitens gab's das schon. Und drittens, es ist keine Entwicklung, wenn man einfach dieselbe Scheiße blökt, aber von Battle zu Battle einfach nur lauter wird. Digga, es gibt ein Clash of Styles, aber zwischen Straße und Student ist es nicht. Ich battle Julo, Julo battle jemanden, der aussieht wie ich. Was reimt sich auf, ich kenn dein verkackten Kryptonit? Katzenallergie! Als er das geleakt hat gegen Tobi, wollte ich mit meinen Homies den nächsten Zug Richtung Leipzig packen und Steine klatschen. Ich tritt deine Tür ein, hinter mir kein Kanacke, aber 30 Katzen! Wer bist du eigentlich, Alter? Geisel seines eigenen Images, möchte gern Influencer, Wicht, deformiertes albanisches Findelkind, stolz auf seine Heimatstadt, stolz auf sein Heimatland, Alter, ich bitte dich, der beste Rapper Wuppertals ist Oregano, der beste Rapper Albaniens ist Tupac und beide ficken dich. Lackmann, habt ihr Bock auf Lackmann? Ja! Nein, nein, habt ihr Bock auf Lackmann? Ja! Habt ihr Bock auf Hip-Hop? Ja! Habt ihr Bock auf Hip-Hop? Ja! Junge, was ist das? Bist du ein Witz? Ja, die haben Bock auf Lackmann, Bock auf Witten, Bock auf Hip-Hop, aber halt nicht auf dich! Ey, ich sag's dir ganz simpel, du bist hässlich, Bratte. So ein krasser Kanisterkopf, da sind sogar die Augenbrauen irgendwie ums Eck gewachsen. Was ist da passiert, Alter? Digga, seid lieber nicht unachtsam, ansonsten wird das dein Untergang. Hiernach sieht man nämlich Pulsadern mit aufgeschnittenen Pulsadern um seinen Pulshadern. Du bettelst fast ausschließlich nur in der Nähe deiner Heimat. Immer schön in Berlin, man macht sich da gern einfach. Kannst du ruhig glauben, bis du halt spürst, was sich live macht. Shit, dann macht Pulsar mal eben die Auswärtsfahrt direkt zum Heimspiel wie die Eintracht. Anscheinend wird hier öfter mal gerne Döner gemampft und Döner genascht. Ich sag euch, der Köter ist krass, denn sein Arsch hat schon mehr Vaseline gesehen als ein Bösemann-Cut. Jeder, der mein Battle gegen Ali gesehen hat, weiß, mein Motto lautet, Mobbing ist Hobby. Heißt, für dich wird es heute finster, Ronny, ich mobb dich so hart, hiernach macht Carsten Steine Insta-Stock. Ja, ich weiß, klingt übel eklig. Hey, aber rabiat steht auf so eine genügsame Kette. Mann, deine Mom steht in meiner Bluetooth-Liste unter verfügbare Geräte. Morgana, er ist ein Track so. Ich bin der Härteste hier. Ich fick dich in den Arsch. Morgana, Real Life. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. JBB, Mucke machen, Internetturniere. Doch ich hab dieses scheiß Battle damals bei Doodle immer als Schandfleck in meiner Karriere gesehen. Deswegen bin ich heute nicht hier, um es zum Kreis als Rapper zu schaffen. Ich bin hier, um es besser zu machen. Habt ihr Bock? Doch der Rest deiner Sippschaft kriegt Sipp in den Schlitz und den Arsch. Power, ein Roundhouse, dick und das war's. Ist deine Bitch hat am Start, hab erst einen Blick auf ihr Glas. Oder sie ist in Gefahr, komm ich der Misse zu nah. Denn nur ein falscher Sipp und Schnips, die Chick kommt nun nicht mehr parat. Denn ich slipp dir eine Pille davor, jetzt brauchst du die Pille danach. Ja, Rufi in ihrem Lean Drank, die Hure wird geschmiesbankt. Damit sie nicht so Welle macht, steigen wir zu viert die Dame. Es ist keine Lyrik, oh, es ist Real Talk. Wenn ich dir sage, dass wir sie besamen, dann wird sie wach mit Schwänzen in Arsch, Mund, Pussy und sogar ihrer Nase. Kann die Bitch noch verwirrt rum fragen, was passiert hier gerade? Für die eigene Profilierung auf einem Battle-Rap-Track hast du das Trauma deiner Mutter als Punchline verwendet. Boah.
Trauma deiner Mutter als Punchline verwendet. Ich dachte früher auch immer, man bestimmt die moralische Grenze nach seinem Augenmaß. Aber Kilian, mit sowas reproduzierst du nur immer wieder deine eigenen Traumata. Alles für einen Witz und einen Lacher. Du betontest immer wieder, dass du niemals so sein willst wie er. Doch rappst du diese Line in deinen Testosteronspiegel, siehst du in der Reflexion das dreckige Grinsen von Papa. Ja, lass brawl, du Mongo. Ich drück morgen eine Kombo, du kriegst eine Klinge in die Fresse, so wie Lauren Azzorro. Yeah. Yeah. Peace. Peace. Ich bin komplett verrückt. Ich fick dich auch im JBB, sagt Jules, ich ramm dich von dem Thron. Crazy, ein Gangrape-Porn mit deiner Mom wird meine Qualifikation. Kilian, du führst so ein mieses Leben, weil du so ein hässlicher Clown bist. Die CIA startet deine Pay-Per-Views aus Kulanz vor dem Käufer automatisch auf gratis, sobald dein Affengesicht auf dem Matchup-Bild drauf ist. Junge, du sagst zu deinem letzten Gegner, du meditierst die Scheiße aus ihm, so mit Räucherstäbchen. Om, ich trete deinen Kopf auf die Gleise, so mit Stahlkappenschuh. Klong. Junge, vor dir stehen abgelehnte Plattenverträge. Mann, sie baten mir krasse Beträge, nur damit ich ein Album aufnehme. Junge, was ich aber dankend ablehnte. Piste gegen's University-Gebäude und schrie dabei, ich fick auf diese Deutschrap-Hurensohn-Szene. Junge, ich wichse auch auf deine goldene Mähne. 4 Jahre von der Bildfläche verschwunden, du kannst den Menschen nichts anderes über mich hier erzählen. Außer ich könnte mir deine Mutter und deine Schwester, Junge, binnen 2 Tagen klären, denn ich schick ihnen einfach meine Nummer per Post, Junge, mach mit meiner Gruppe altpolisch Eisfax-Siegel auf die Briefumschläge, Alter. Du, von einem Pferd gezeugter Bauernsohn. Siehst aus wie eine Kreuzung aus jedem Tier vom Bauernhof. Verziert mit etwas Down-Syndrom. In die Stadt verfrachtet und platziert an einem Hauptbahnhof. Mann, Grisha. Ich wette, deine Eltern macht der Scheiß hier einfach traurig. Dicker, schäm dich. Für das Leben, das du hier verschwendest, mussten die früher barfuß im Schnee Streichhölzer verkaufen. Ich bin eine biblische Größe. Ich betrete den Raum, es erscheint Sinn von ihnen und höre. Nein! Du siehst scheiße aus, Mann. Ich sehe, du lebst diesen Lifestyle nicht erst seit gestern, sondern seit einigen Jahren. Und wenn du so weitermachst, steht DEZ bald für deinen einzigen Zahn. Steh nicht hier vor mir rum und glaub irgendwie, du wärst Straße. Junge Menschen, die so aussehen wie du, sind die, die sich als kleine Kinder auf die Stirngeräusche der Eltern sich einen runtergeholt haben, Alter. Junge, vor dir steht der König dieser Plattform, du Bakterienflora. Ich komm zu dir nach Hause und kack in die Urne deiner Oma, Junge. Dreh mir fett ein, pack mir deine Freundin, Junge. Spiel an ihr rum so überstaunt. Es sieht aus, als würde ich mir an so einem alten Zigarettenautomaten gerade eine Schachtel rausholen, Alter. Und letztens, seine Mutter hatte wieder übel schlecht gekocht. Und er geht raus, denn er erträgt die Gerüche nicht. Er geht raus, denn er erträgt die Gerüche nicht. Und während du vom Fenster mit deinem Pennerfreund eine Tüte kiffst, hört man klar und deutlich, wie ich sie voller Leidenschaft mit harten Stößen für den Rest der Männerwelt verderbe. Und aus dem Boxen dröhnt Richard Wagners Walkürentritt. Und ich hab mich gefragt, was will dieser J-Stone-Jockel schon bringen? Seitdem ich klein bin, fick ich solche J-Stone-Doppelpunkt-Innen. Wow. Bis sie vor Atemnot stocken und ringen und an die Tür von meinem Lehmofen klopfen von innen. Oh. Was jetzt kommt, ist Rufmord. Seine meistgeklickten Ergebnisse auf YouPorn sind einmal mit D und dann mit T geschrieben, Foodporn. Großer Hühne bist künstlich. Du sagst, du tickst Koks und Grünes, doch du Kojotenrüde hast in deinem Oberstübchen nur einen großen Kübel mit Dünnschiss. Du Rapper-Version von nicht gut, aber günstig. Du bist totgeprügelt und in der Drogenküche wie ein Kohlgemüse gedünstet. Und ich ließ von dir noch was für meine Homies übrig. Also sammle ich in einer großen Tüte die Stümpfe. Und sie treibe neben deiner missbrauchten Ehefrau mit aufgeblähtem Bauch wie eine Lotusblüte im Tümpel. Und jetzt laber von meinen Jokes. Sag, dass ich den Text verpeile, wenn ich nicht auf den Zettel schiel. Aber Digga, schau dich an, du vergisst dich selbst, wenn du Essen siehst. Du dicke Sau bist eklig, frisst bis zum Diabetes, doch nicht bei einer Imbissbude, weil davor gibt's nur einen Stehtisch. Yeah!
Und du machst auf Möchtegern brutal, Bursche. Doch bist nur ein Öpferchen, das des Öfteren bestraft wurde mit einer mit Tabasco betröpfelten Salatgurke in seiner geöffneten Analluke. Yeah. Ich hab jetzt schon tausendmal beschrieben, wie verfressen er ist, doch ich leg nochmal los. Ey, wär er geboren im Hänsel- und Gretel-Lebkuchenhaus, wäre er innerhalb von 10 Minuten obdachlos. Deine Mutter Maria, denn ich bin kein Vorbild, mach deinen Mund auf, Bitch. Und du Trottel bist nicht Gottes Sohn, weil deine schlampige Mom vorgibt, dass sie Jungfrau ist. Du Hippie-Misanthrop, ich bumps dein Homunculus-Gesicht mit einer Runde, die dich trifft, bis der Unterkiefer bricht. Denn in deinem Dschungel von Frisur hat selbst Ungeziefer Untermieter, Bitch. Ich häng wie gewohnt klinisch tot auf der Intensivstation. Wenn das Battle die Runde gemacht hat, kriegst du Berlin-Verbot. Wobei, das passt nicht ganz. Der Bengel wurde von Dealer erzogen. Ziemlich ironisch, dass du auch aussiehst, als würdest du in einem Chemielabor wohnen. Schon seit Kindertagen der Pädophilie nicht verschont geblieben. Seitdem schafft es nun beim Playmobil-Spielen einen hochzukriegen. Junge, ich weiß aus sicherer Quelle, weil du täglich benebelt bist, bist du zu dämlich für die Aktivitäten des täglichen Lebens. Und dass ich jetzt damit komme, ist vielleicht nicht so ganz sensibel, ich weiß. Doch was sagt das über dich, wenn selbst dein bester Rapper-Homie deine Gedankenwelt mit einer Eintagsfliege vergleicht? Ey, und nach einem 10er-Speed von Flash-Hus wirkst du relativ perplex und erlebst jegliche Geschehnisse verdreht wie durch den Negativeffekt. Du bist müde und von der Lethargie zerfressen so hart, du willst sogar auf Flash-Hus Amphetamin wegpennen. Und ja, wir beide sind Ketamin-Patienten auf Fetapin-Tabletten. Doch bin ich bitte fertig, kannst du um den Therapieplatz betteln. Denn du siehst wie die weiße Kontergan-Version von Crisscross aus, du Schmock. Flashus Christo hast du nichts los, trägst einen Wischmob auf den Kopf. Und deswegen kannst du keine Chica zu dir abschleppen, widerliche Hackfresse, bist nicht kriminell. Wie kannst du so einen Kack rappen? Alles, was du abfeuerst, landet wieder nur im Waschbecken. Und wenn du mal eine klar machst, lieber bleib nicht treu, denn erst fick ich die Schlampe und nagel Christus danach wieder an das Kreuz. Und du bist auch ein bisschen gestört, aber neben mir ist das Kinderscheiß. Zum Schocken kommst du mit Filler-Lines über Hitler-Signs. Wenn ich schock, dann indem ich dir dein Gesicht abbeiße und dir vor allen Augenzeugen bis in den Blinddarm scheiße. Und ja, ich kann vielleicht keine stabile Themenrunde kicken. Trotzdem reichen die Runden, um dein Leben zu zerficken, weil du je nach so dermaßen depressiv und geknickt ist, dass du dir noch vor dem nächsten Gespräch mit dem Tiefen einen Strick nimmst.